recht herzlich willkommen bei Ländle TV Der Tag. Heute gibt es einige Eindrücke vom Sportevent Rise and Fall. Wie schmücken die Vorarlberger ihren Christbaum? Wir haben uns umgehört. Und beim Adventsgewinnspiel gibt es wieder etwas Tolles zu gewinnen. Heute und morgen werden noch im Staffelbewerb hatten alle Teammitglieder 430 Höhenmeter zu den großen Weihnachtsschmaus werden eingekauft und der Christbaum dekoriert. Doch was steht denn am Heiligabend auf dem Tisch und wie schmücken die Vorarlberger den Christbaum? Wir haben uns in Dornbirn umgehört. Ja, das weiß ich nicht. Dann lasse ich mich überraschen, weil ich bin bei der Tochter am Heiligabend und am Christtag beim Sohn. Das ist meine Überraschung. Ja, also ich bin natürlich auch sowieso eine Spezielle. Ich bin eine Rohköstlerin. Also ich esse sehr gesund. Ich werde natürlich einen Salat machen, mein selbstgebackenes Brot. Und ich denke, ich werde einen Wildlachs mir holen dazu. Und dann mache ich mir dann das Toastbrot. Auch selber backe ich mir selber und meine Kerzchen, habe eine sehr gemütliche Wohnung. Ja, und gucke, was kommt. Also einmal Käsefondue, Raclette an Weihnachten und sonst müssen wir noch schauen. Oh, der wird eigentlich immer gleich spät mit so einer Leuchterkette und halt mit Kugeln und was man schon vor 50 Jahren gemacht hat. Das weiß ich nicht. Das entscheide ich mit meiner Tochter nachher spontan, okay, wie wir das machen. Entweder rot oder blau. Ja. Wie immer, rot mit Gold. Ich habe ganz viel Mohne, die ich von Schülern habe machen lassen in meiner Wohnung und habe viel Kerzchen und auch einen Adventkranz. Und es sieht sehr heimlich aus. Also der Tannenbaum ist bei mir nicht das Thema. Das war das Thema, als die Kinder noch klein waren. Da fand ich das sehr wichtig. Und jetzt habe ich ein Enkelkind. Ob der dann kommt, weiß ich auch nicht. Und da muss man sowieso alles hochstellen. Ne? Ist erst anderthalb Jahre. Ne? Mit Kirschbaumkugeln und Lichterketten. Der wird hier ganz anders gemacht. Letztes Jahr habe ich Bayern München, dadurch ich Bayern München-Fan bin, Luther Bayern München-Kugel gemacht und hier wird der pink-weiß. Wollte ich vorstellen. Ja, also jetzt ja mal erklären. Ich habe auch jahrelang immer einen künstlichen Baum gehabt und seit zwei Jahren tue ich einfach nur einen echten her, weil es einfach der Duft von der Nadel und alles ist einfach herrlich, wenn man das gut riecht. Klar. Weinrot. Ja. Kugeln, volles Programm. Soweit zur Weihnachtsumfrage und bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. PKW-Kollision auf Senderstraße. Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und erheblichen Sachschaden kam es am Dienstagmorgen kurz nach 7. Eine 36-jährige PKW-Lenkerin war mit einem Mitfahrer auf der Senderstraße in Richtung Wolfurt unterwegs. Sie verriss ihr Fahrzeug, geriet zu weit in die Fahrbahnmitte und stieß mit einem entgegenkommenden 49-jährigen PKW-Lenker zusammen. Alle Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Dornbirn eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. 42-jähriger stahl 14 Jahre lang auf Ländle-Baustellen. Die 14-jährige Diebestour eines 42-Jährigen hat ein Ende genommen. Dem Mann wird vorgeworfen, im Zeitraum von Oktober 2000 bis August 2014 Diebstähle auf zahlreichen Baustellen begangen zu haben. Der Tatverdächtige war laut Polizei im genannten Zeitraum für verschiedene Vorarlberger Baufirmen tätig und stahl in dieser Zeit immer wieder Werkzeug und Arbeitsgeräte im Wert von 20.000 Euro. Der Mann wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Bereits der Name des Ausnahmesportevents in Meierhofen im Zillertal lässt die spannende Dynamik von Rise and Fall vermuten. Ganz nach dem Motto, vier Leute, ein Team, kein Erbarmen, kämpften erstmals 60 Teams um den Sieg. Mit dabei auch einige Teilnehmer aus Vorarlberg. Unter den Ländle-Teilnehmern war auch ein ganz bekannter Name, Nadine Wallner, Freeski-Weltmeisterin im Jahre 2014. Wir sind da im Zillertal, im schönen Meierhofen und wir sind da beim Rise and Fall. Das ist ein Sportevent und ja, wir freuen uns jetzt auf einen guten Tag.
Die Vorfreude auf den Bewerb war also groß, wenngleich die vierte Ausgabe des actiongeladenen Staffelbewerbs Reisen voll kein Honigschlecken war. Beim Staffelbewerb hatten alle Teammitglieder 430 Höhenmeter zu bezwingen. Zunächst aufwärts beim Skibergsteigen, dann abwärts beim Paragleiten, per Mountainbike wieder zurück auf den Berg und schlussendlich mit den Skiern wieder retour. Es war zwar recht holprig gefahren, zum Fahren, aber war cool, hat Spaß gemacht. Und bist du zufrieden mit dem Resultat? Ich habe es gar nicht mitgekriegt, ich habe es gar nicht gesehen. Ich bin runtergekommen und habe erst mal Luft holen müssen. Schlussendlich landete Nadine Wallner mit ihrem Team Wings for Life unter 60 Teams auf dem 39. Gesamtrang. Den Sieg holte sich das Team Aronia Land Hotel Donnerhof. Ja, Wahnsinn, für uns ist ein Traum wahr geworden. Also dass wir mit dem Podium mitfahren können, das haben wir mit denen haben wir gerechnet, aber das ergibt ihnen absolut nicht, weil es sind so viele starke Teams da und es geht auf Sekunden wirklich. Also es muss bei jedem 100% alles passen. Und es hat bei uns halt alles gepasst, es hat jeder einen perfekten Tag gehabt. Wir haben Glück gehabt auch, weil man sieht eben, das kann jederzeit alles passieren. Und ja, aber jetzt ist einfach, wir haben das gewonnen. Das Schönste, was für uns, das Schönste Weihnachten. Was ich vorstellen kann. Auf Platz 2 folgte das Team Mountain Shop Hörager 1 vor dem Team Binnenhäusl Martini Sportswear. Soweit zum Rise and Fall und weitere Meldungen des Sports gibt es nun im Überblick. Erfolgreiche Premiere für Skibergsteiger Patrick Innerhofer. Der Blodescher klassierte sich bei den ersten österreichischen Sprintmeisterschaften in Viehofen in Salzburg auf dem hervorragenden dritten Platz. Ja, mir hat es oben beim dritten Tor, habe ich mir, glaube ich, den Ski gebrochen. Da war es ein Mulde, da hat es Gras schon rausgeschaut. Da bin ich zu heftig rein und habe gemeint, ich muss zu viel Marcel Hirscher spielen. Dann habe ich mir, glaube ich, den rechten Ski gebrochen und unten noch, wo es richtig mulmig geworden ist, da, wo du richtig Geschwindigkeit oben gehabt hast. Da hat es mich nachher zerrissen, ja. Dann habe ich den dritten Platz noch reingerettet ins Ziel. Den Titel holte sich der Tiroler Martin Weißkopf vor dem Tiroler Armin Neurother. Beim Adventsgewinnspiel gibt es auch heute wieder etwas Tolles zu gewinnen. Ich drücke Ihnen wie gewohnt die Daumen, verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. Der Adventskalender auf Ländle TV. Bis Weihnachten jeden Tag besondere Geschenke gewinnen. Der Adventskalender auf Ländle TV wird Ihnen präsentiert vom Messepark Dornbirn. Hallo, ich bin der Werner Grabherr vom Cashman SCR Alltag. Weihnachten ist für uns ja, Zeit der Erholung, Zeit der Ruhe und irgendwo ein bisschen natürlich auch der Ausrichtung auf das neue Jahr, wo es dann wieder losgeht. Möchte euch allen eine schöne Weihnachtszeit wünschen, viele erholsame Tage im Rahmen von der Familie. Für einen Adventskalender haben wir uns natürlich was überlegt, weil der nächste Frühling kommt bestimmt und diesbezüglich haben wir zwei Business-Tickets mitgebracht für eines der Spiele im Frühjahr und natürlich, damit man einen Fan auch erkennt, ein signiertes Trikot von unserer Mannschaft, damit das Ganze auch schön zu ihm passt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, erholsame Feiertage und alles Gute. Mitmachen und gewinnen ist angesagt. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff SCRA an studio@ländletv.com oder senden Sie uns eine SMS an 0650 66 59 835 und schon nehmen Sie am Gewinnspiel teil. In der heutigen Nacht ist es gering bewölkt, nur am Bodensee und in Teilen des Rheintals kann Nebel oder Hochnebel einfallen. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 13 Grad, der Wind weht mit 12 km/h aus Südosten. Am Mittwoch scheint am ganzen Tag die Sonne, teilweise ist es sogar wolkenlos. Am Bodensee ist Nebel jedoch nicht ausgeschlossen. Erst gegen Abend dürften aus Nordwesten dichtere Wolkenfelder Richtung Vorarlberg ziehen. Es bleibt mild. Der Donnerstag wird sonnig und mild, Wolken tauchen erst gegen Abend auf, die Höchstwerte reichen von 5 bis 10 Grad. Am Freitag sind nur ein paar hohe Federwolken zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit für Nebel ist nicht allzu hoch. Am Samstag ist es wolkig bei Temperaturen von 6 bis 12 Grad.